Hallo und Riho, meine werten Final Fantasy 14 Freunde. Willkommen hier zurück zur Neues Spiel Plus Serie. Es gab tatsächlich die Abstimmungen, die paar Abstimmungen, und sie waren, sind auf einen tatatata Lalafell gefallen. Ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte, aber eine Weile lang wird es bestimmt witzig sein. Ja, machen wir mal mit der Hauptgeschichte weiter, nicht wahr? Schauen wir doch mal, ob wir hier wieder eine vorgefertigte Gruppe nehmen dürfen. Tatsache, kann man die jetzt auch mit NPCs betreten? Wen haben wir denn da? Druide der Morgenröte, Dramaturg der Normalröte und Pikenier der Morgenröte. Sind die auch alle in den Bund aufgenommen worden? Das ist ja toll. Oder waren die das vorher schon und haben mich nur beobachtet? Könnte das der Fall sein? Oh, mon Dieu! Also wir können uns auch jetzt ruhig diese Sequenzen angucken, müssen keine Sorgen haben, irgendjemand warten zu lassen. Oh, 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 es wird gesprochen. Kann ich irgendwie noch auf, Sekunde. Vorbild, Vollbild? Kann ich besser lesen? Na so, ja. Herrscher der Flammen, erhöre unseren Ruf, Herrscher der Lohen, gewähre uns deine Gnade. Sehr, sehr schockiert aus, die Soldaten da hinten. O mächtiger Ifrit, Herr des Infernos, steig zu deinen Dienern herab in flammenlodernder Herrlichkeit. Ist das alles? Bumm, da ist er. Hat ihn aber wenig Kraft gekostet, den zu beschwören. Wobei wir wissen nicht, was für Vorbereitungen da involviert waren. Bam! Geiler Auftritt. Herr, wir bringen dir diese unwissenden Wilden als eine Gabe zur Feier deiner Vollkommenheit. Reinige ihre verdorbenen Seelen in deiner in deinem sengenden Feuer und nimm sie zu dir. Oh nein, jetzt hat er irgendwas gesagt und ich konnte nicht klicken, das war eine Frechheit. Ihr Schweine oder irgendwie sowas. Was fällt euch ein? Wir werden nie auf ihn hören, irgendwie sowas. Auch diese beiden da, bringt sie her. Ja. Was soll das? Das hatten wir nicht so abgemacht. Niemand außer seinen Dienern darf der Beschwörung des göttlichen Ifrits beiwohnen. Ihr bezahlt die Enthüllung vor unwürdigen Augen mit eurer Seele. Nein, das könnt ihr nicht, ich flehe euch an. Ihr törichten Geschöpfe. Achso, das ist Ifrit. Ihr törichten Geschöpfe, mein Atem wird das Zeichen des Feuers in eure Seelen brennen. Erhebt euch als meine ergebenen Diener. Sprecht mir Lobpreis und Ehren, auf dass meine Flammen hell leuchten mögen in alle Ewigkeit. Blaue Flammen. Stylisch. Aha, ich bin beschützt. Legionsgefreiter. Oh mein mächtiger Ifrit. Anderer Legionär. Wir preisen dich, flammender Gott. Deine Worte seien mein Bekenntnis. Oh, oh. Was geht hier vor? Warum widerstehst du allein? Berührt der Herr nicht dein madenzerfressenes Herz? Hm? Easy peasy. Bist du etwa? Du bist schon von einem anderen Götzen besessen? Ja, nicht anders kann es sein. Aber alle stolpern gleich zurück. Von welchem Götzen besessen? Von diesem Steinchen, der am Anfang mit uns gesprochen hat. Dein sterbliches Fleisch soll Gefäß sein. Nur für einen, den einzigen Gott, mich.
doch ich rieche keine fremden Götzen an dir. Es ist ohne Zweifel, du bist ein ohne jeglichen Gott Begnadeter. Die Götterboten warnten uns vor solchen deiner Art. Bekehrst du dich nicht zu mir, so soll deine Existenz nun enden. Miau. Ja, gleich mal einsperren hier. Solche Angst hat er. Okay, Tankstance an. Gucken wir mal. Ich glaube, der war super einfach von Mechaniken her. Gab es irgendwie 3 Versionen oder so inzwischen. Wenn es mich nicht täuscht. So Schwierigkeitsgrade. Konnte der einen da schon zurückpushen? Also so eine Druckwelle oder sowas, dass es einen zurückfeuert? Ja, genau, konnte er schon. Ein bisschen Abstand zum Feuer halten, genau. So, wird ja gut geheilt. Muss ich mir nicht viel Sorgen machen, ne? Alles im Butter. Lasst euch umflackern von meinem Inferno. Eruption, ja genau, muss man auf den Boden aufpassen. Macht der Boden bum bum bum, wenn er so Rillen kriegt. Ja, sonst passiert hier gerade noch nicht viel. Super easy, meinte ich halt. So hat es hier umgehen. Viel zu leicht. Selbst für den allerersten. Wobei, es gab es noch eine Steigerungsstufe später? Ich glaube schon, mit diesem... Ich glaube, es gab noch eine Steigerung. Auch im niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Überlasst euch der Katharsis durch die reinen... Durch die Reihen. Das klang irgendwie komisch, der Satz. Habe ich den falsch gelesen? Egal. Passt schon. Er labert halt, man soll ihn gefälligst anbeten. Ja, ja, so funktioniert das, Ifrit. Sag den Leuten, sie sollen mich anbeten und schon tun sie es. Sofort. Fangen sofort an, dich anzubeten. Also ja, das mit dem Lalafell, das ist ganz süß, aber irgendwie nicht ganz meins. Aber, naja, es wurde abgestimmt. Oh. Ah, die haben schon die infernalische Fessel gekillt. Ist ja nett. Hab ich ganz übersehen. Das hätten wir jetzt verloren. Du bist stark, sterblicher Wurm, aber dennoch sterblich. Jetzt zieht er einmal an. Eruption. Trotzdem nur eine Eruption, nichts Besonderes. Traumaturg, willst du da wirklich stehen bleiben? Ja doch. Eine Attacke, die es vorher so nicht gab. Genau, aber die Gegenattacke gibt es dazu nicht im einfachen Modus. Ja, doch, gibt's. Aber stark verzögert. Und dass er sich so vom Rand rein basht, gibt's auch nicht. Okay. Super easy. Ist viel zu easy. Aber in Ordnung. Ist halt Anfang vom Spiel. Ich denke, selbst der war für brandneue Spieler auch nicht so schwer, oder? Oh, noch so ein Steinchen. Oh je, wie wir laufen. Wie wir laufen. Jetzt auch 2 Stück. Aber was das bedeuten mag, wissen wir immer noch nicht wirklich, ne? Einfach geschafft. So, way. Oh, wir sind nicht irgendwie stärker oder so. Mackie Messer. Ja, was gibt? Kann ich euch helfen? Gleich in Massen. Tut mir leid, dass ich spät dran bin. Ich hatte da ein paar Amajal im Nacken, ich sag dir. Die wollten mich alle zu ihrer Religion bekehren. Oh je, kommt noch einer. Hartnäckige Bande. Stylisch, ja.
Puh. Das kann Tankred stylisch sein. Ich sehe, die Gefangenen wurden schon in Sicherheit gebracht. Das sollte, was? Das sollte man von Raubans besten Leuten in der Legion noch erwarten. Das sind seine besten Leute. Okay. Was die beiden Verräter angeht, auf die wartet eine höchst unerquickliche Zeit. Sie werden eine ganze Reihe von Fragen beantworten müssen. Und bei dir, Mackie Messer, muss ich mich entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass deine erste Mission gleich eine solche Feuertaufe in eine solche Feuertaufe ausarten würde. Mach dir mal keine Sorgen, mach dir mal keine Sorgen. Aber lass uns das Gespräch doch in einer etwas angenehmeren Umgebung fortführen. Wir brechen auf. So, das sind die Soldaten. Wir brechen auf. Alle, die mitkommen, hier entlang. Wunderbar. Ja, wir verfolgen die, oder? Für sichere Heimreise. Prösterchen. Nero ist das so. Das war also der große Ifrit. Oh. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Die Werte sind weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte. Selbst wenn man die Gegenmaßnahmen der Uldaner einberechnet. Was willst du auch anderes erwarten, wenn du dich auf 5 Jahre alte Daten der 7. Legion verlässt? Und bei der momentanen politischen Lage können wir die Unterstützung des Kaiserreichs bei den Untersuchungen vergessen. Wir können niemandem vertrauen, außer uns selbst. Pessimistisch wie immer. Livia, versprich mir, dass du dich nie änderst. Nein, seine Stimme gefällt mir noch nicht ganz. Er hat immer ein bisschen tiefer gesprochen. Ne? Wir wissen, wir haben genug Zeit hier verschwendet. Dein Messgerät ist verdammt nochmal zu alt, um irgendetwas Brauchbares anzuzeigen. Vielleicht gab es heute nichts Besonderes zu messen. Gut, dann begnügen wir uns eben mit dem Bewusstsein, dass wir unser Hauptziel erreicht haben. Trotzdem beunruhigt mich das Abenteuer. Eine solche Stärke könnte uns... Der Abenteurer. Eine solche Stärke könnte uns noch hinderlich werden. Mag sein. Aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Der Legatus hat dir eine Aufgabe erteilt. Und die hast du erfüllt. Ich schlage vor, dass du dich etwas mehr ins Zeug legst. Mir gefällt die Schräglage der Kamerawinkel in der Szene. Es ist so, lässt so ein bisschen auch an die geistige Einstellung, dass halt alles ein bisschen schräg ist, ne? Also. Sonst werde ich dir Respekt vor ihm beibringen müssen. Oh. Gleich so. Wer solche Verbündete hat, braucht wirklich keine Feinde. Ich werde mich hüten, eine liebestolle Frau gegen mich aufzubringen. Liebestolle Frau. So hast du die jetzt empfunden? Ich hab mir eher sehr untertänig, oder? Geschafft. Yeah, yeah, Party. Wo müssen wir hin? Zu Tankred. Muss ich ja einmal so klicken und so klicken und jetzt stehe ich aus Versehen hinter ihm. Ah, da bist du ja, Mackie, entspann dich. Die Amaljar werden eine Weile Ruhe geben, nachdem wir ihren Gott zu Äther zerstäubt haben. Aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich erst zu spät eingreifen konnte. Das heißt eigentlich gar nicht. Ich war dir überhaupt keine Hilfe. Es sind einen Amaljar da abgeschlachtet. Die Geiseln, die wir befreit haben, sind physisch außer Gefahr, aber ihr Geist... Na, aber lass uns nicht bei trüben Gedanken fahren. Freuen wir uns, dass wir die Sache so glimpflich überstanden haben. Sind das die da auf dem Boden liegen? Nee, das ist ja was ganz anderes.
Du hast Ifrit mit eigenen Händen besiegt, Mackie. Das passiert nicht alle Tage. Mit einer solchen Stärke wirst du die Geschicke der Welt noch entscheidend beeinflussen. Das habe ich im Gefühl. Minfilia wird stolz sein zu hören, dass du was du heute geleistet hast. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich ihr die Nachricht überbringe. Dann habe ich zumindest etwas zu der Mission beigetragen. Also, ruh dich aus, mein Freund. Das hast du dir verdient. Wir treffen uns später im Sonnenwind, ja? Okay, was heißt das? Das ist aber, wir müssen auch einfach nur zum Sonnenwind. Alles klar, machen wir das hier rüber, hier rüber, hier rüber. Und jetzt müssen wir uns wieder teleportieren, weil die es nicht gebacken gekriegt haben, da unten einen Ätheriten hinzuklatschen. Genau. Aber eine witzige Sache bei Reittieren ist ja, dass sie sich der Größe des Reiters anpassen. Das heißt, wir haben jetzt alles im Kleinen. Hallöchen. Der konnte doch irgendwas, genau. So, von irgendeiner Oster-Event hat man das mal gekriegt, ne? Mal nicht durch den Tunnel. Und so. Ist das die Musik für das Reittier? Das passt ja irgendwie gar nicht. Hätte man irgendein witziges Oster-Geräusche oder so erwartet, ne? Boom! Voll durch die Tür gebrettert. Direkt rein, nicht mit Tataru reden, ne? Meine Güte. Irgendwie ein Frosch im Hals oder so. So. Mach ich mal meinen Bildschirm wieder größer, dann kann ich besser lesen. Klick, klick, klick. Ah, der siegreiche Primai-Krieger. Tancred ist vor wenigen Augenblicken zurückgekehrt. Er ist schon im Saal bei Minfilia. Geh doch rein, damit sie sieht, dass du wohlbehalten angekommen bist. Wohlbehalten bist, stand da. Ja, komische Übersetzungen. Egal. Und wäre ich nicht so unvorsichtig gewesen, so wäre er nicht in die Hände der Amaljar gefallen. Ganz zu schweigen von der Konfrontation mit Ifrit. Ich habe ihn in große Gefahr gebracht. Naja, weiß nicht. Es ist zwar nochmal gut ausgegangen, aber ich kann es mir einfach nicht verzeihen. Wenn ich doch irgendwas tun könnte, um mich zu entschuldigen. Tancred, was passiert ist, ist passiert. Sei nicht so hart zu dir. Huch, du hast dich aber verändert. Oh, Mackie, wie schön, dich zu sehen. Ah, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade habe ich Minfilia von deinen Heldentaten erzählt. Du hast Ifrit besiegt, Mackie. Das ist einfach unglaublich. Ich bin beeindruckt. Das Risiko war beachtlich, aber mit deiner Hilfe haben sich die beiden Fälle aufgeklärt, die wir untersuchen wollten. Genau wie wir vermutet hatten, wollten die Amaljar ihren Primai Ifrit beschwören. Und dafür raubten sie die Kristalle und entführten die Flüchtlinge. Was du vielleicht noch nicht weißt, ähnliche Vorfälle ereignen sich auch in Limsa-Luminsa und Gridania. Du fragst dich sicher, wie die Zwischenfälle nun mit der Primai Beschwörung in Zusammenhang stehen. Der Lebensquell der Primai ist Äther. Sie brauchen diese Energie, um zu existieren. Je stärker sie sind, desto mehr Äther erfordert ihre Beschwörung. Du weißt, dass Äther die gesamte Schöpfung durchströmt. Es ist in der Luft, im Wasser, überall. Doch diese verdünnte Form ist nicht stark genug für ein Wesen so mächtig wie Ifrit. Primai wie er brauchen mehr. Äther in Form von Kristallen. Kristall, aha. Das ist der Grund, warum ein Überfall auf eine Kristallkarawane nicht selten auf Aktivitäten der wilden Stämme hindeutet. Was die Frage offen lässt, warum auch noch Leute entführt werden. Nun, dazu musst du erst verstehen, wie Primai geboren werden. Wenn alles in der Welt in Harmonie ist und keine Konflikte bestehen, existieren auch keine Primai. Ihre Existenz ist gelöst im großen Ätherstrom, körper- und gestaltlos. Doch wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten, dann rufen diejenigen, die die Primai verehren, voll Verzweiflung ihrem Gott um Hilfe.
wie Amal-Jar zum Beispiel Ifrit. Diese Hilfeschreie erreichen den Ätherstrom und den Geist des Prima-E, der darin verteilt ist, und bringen ihn zur körperhaften Existenz. Dabei verschlingt er Unmengen von Äther. Sobald sich ein Prima-E so manifestiert hat, wird er durch die Gebete und Wünsche seiner Diener stärker und stärker. Je mehr und je fanatischer die Anhänger, desto stärker wird auch der Prima-E. Aber sie begnügen sich nicht mit gelegentlichen Gebeten, sondern sie fordern absoluten Gehorsam und schrecken nicht davor zurück, den Geist von immer mehr Unbeteiligten zu beeinflussen. Ist da ein Punkt? Nee, ist mein Bildschirm ist da nur dreckig. War so verwirrt, weil nach immer sah es aus, als wäre da ein Punkt. Wäre ja komisch. Du hast es selbst bemerkt, als auf einmal dein Mitstreiter von der Legion anfing, Ifrit zu lobpreisen. Interessanterweise warst du allerdings nicht davon betroffen. Und zwar, weil du die Kraft des Transzendierens besitzt. Wir wissen nicht warum, aber alle mit dieser Gabe sind immun gegen die Beeinflussung durch die Prima-E. Als ob eine Macht über uns wachte, die größer ist als die der wilden Gottheiten. Als du das erste Mal zu uns gekommen bist, habe ich dir gesagt, dass deine Kraft deine entscheidende Rolle in der Prima-E-Fragen spielen wird. Ich denke, du verstehst jetzt, wieso. Die Vorfälle, die wir in letzter Zeit beobachten konnten, haben allesamt eines gemeinsam. Sie sind hervorragend geplant, eine sehr bedenkliche Entwicklung. Aber immerhin, ihr beide seid heil zurückgekommen. Und darüber bin ich sehr erleichtert. Die Legion der Unsterblichen hat uns versichert, dass sie sich um den Rest kümmern werden. Wir können also erst einmal durchatmen und uns dann das weitere Vorgehen überlegen. Ich schlage vor, dass du dich gut ausruhst, Mackie. Wer weiß, wann du wieder die Zeit dazu hast. Sobald in der Bevölkerung bekannt wird, was du vollbracht hast, wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Naja, mal sehen. Was will der jetzt? Ich weiß nicht, ob Menphilia es bewusst verschwiegen hat, aber früher oder später wirst du es sowieso erfahren. Deswegen hörst du es jetzt besser von einem von uns. Wir haben die beeinflussten Entführungsopfer zwar gerettet, aber sie alle müssen hingerichtet werden. Auch die, die an deiner Seite gekämpft haben. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass diese Information unter uns bleibt. Ist ja schrecklich. Mir tut es im Herzen weh, aber es muss geschehen. Wenn jemand dem Einfluss eines Prima-E zum Opfer gefallen ist, so gibt es keine Heilung. Solange er lebt, gehört seine Seele dem Prima-E und trägt immer mehr zu dessen Stärkung bei. Der Bund der Morgenröte wird unermüdlich weiterkämpfen, damit in Zukunft keine unschuldigen Leben mehr geopfert werden müssen. Und ich hoffe, du wirst uns weiterhin unterstützen, Mackie. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss General Raubern sprechen und ihm die schlechte Nachricht überbringen. Bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf. Das ist ja schrecklich, gibt's da keine andere Möglichkeit. Wir müssen gleich hingerichtet werden. Man selbst einsperren bringt da nichts, ne? Wenn Lusoir noch unter uns wäre, wäre das alles nicht geschehen. Wenn ich die anderen beschützen will, muss ich stärker werden. Ja, das dringende Bedürfnis, stärker zu werden. Oh, das Gunblade ist grün. Ist ja komisch, hatte ich das nicht mal schwarz gemacht. Da, super. Yay. Wir haben noch ein bisschen Zeit für unsere typische halbe Stunde Grenze. Sprechen wir mal mit Ophelia an, gucken, was er noch so zu sagen hat. Den Helden zum Gedenken. Na, das klingt doch gut. Ah, bis vor kurzem warst du einfach nur ein gewöhnlicher Abenteurer unter vielen. Doch in der Zwischenzeit bist du zum Botschafter eines Stadtstaats avanciert. Hast dich dem Bund der Morgenröte angeschlossen und dem Prima-E Ifrit besiegt. Jaha.
Was du für Eosea getan hast, kann gar nicht genug gewürdigt werden. Ja, du willst auf irgendwas hinaus. Und ich vermute, deine Taten haben einiges ins Rollen gebracht. Ja, haha. Ah, sie hat das da geahnt. Verzeihung? Also, Verzeihung? Das war bestimmt Tataru, oder? Das ist eine von denen. Werte Minfilia, du siehst wie immer bezaubernd aus. Ah, bitte erlaube uns, dem Eldenis-Bundes der Morgenröte unsere Aufwartung zu machen. Ah, wir möchten ihn bitten, sich einer der staatlichen Gesellschaften anzuschließen. Habe ich schon. Hm. Wie mir scheint, stehst du bei den drei Stadtstaaten bereits hoch im Kurs. Sie reißen sich um dich wie um einen Krieger des Lichts. Wenn du einer der staatlichen Gesellschaften beitrittst, erhältst du Zugang zu hochwertiger Ausrüstung und anderen Ressourcen. Außerdem wirst du spannende Aufgaben erledigen und dabei viel lernen können. Normalerweise bemühen sie sich nicht um neue Mitglieder. Das kannst du mir glauben. Dass sie so forsch um dich werben, liegt einzig und allein an deinem guten Ruf, den du dir bereits erworben hast. Die Legion der Unsterblichen hat dich ja bereits in Aktion erlebt. Aber woher wissen die anderen Stadtstaaten so gut über dich Bescheid? Oh je, ich gestehe, ich konnte mal wieder die Klappe nicht halten. Oh je, je, je. Ganz recht, uns sind Gerüchte über den Bezwinger Ifritz zu Ohren gekommen. Daraufhin wurde ich ausgeschickt, um ihm ein Angebot zu unterbreiten. Du hast in Gridania viel Gutes bewirkt und dein Schicksal ist mit unserer Stadt verbunden. In Anbetracht deiner Eldentaten lade ich dich hiermit offiziell ein, der Bruderschaft der Morgenviper beizutreten. Unterstelle dich der weisen Führung der Staatsseherin Kan Essenar und beschütze mit uns den Wald von Gridania. Ach, Ivo, Mackie Messer, Bezwinger Ifritz, Held von Ulda. Seite an Seite bist du mit unserer Legionären in die Schlacht gezogen. Möge dein Name niemals vom Sand der Wüste verschluckt werden. Es ist mir eine Freude, dich hiermit offiziell einzuladen, der Legion der Unsterblichen beizutreten. Unterstelle dich Raubans Kommando und kämpfe mit uns für den Reichtum und die Freiheit von Ulda. Das ist mit dem Reichtum an über Ulda nie gefallen, sonst gefällt mir Ulda. Ah, die Gerüchte haben nicht zu viel versprochen. Der scharfe, durchdringende Blick eines Seeadlers und die stolze, aufregende Haltung eines geborenen Kapitäns. Hiermit lade ich dich offiziell ein, dem Mahlstrom beizutreten. Segle unter Admiral Merwips Kommando neuen Abenteuern entgegen. Ja. Bibidi-babidi-bo. Tja, ich gehöre halt schon einer an. Mal gucken, was jetzt passiert. Abgesandte der drei. Ja, wer war das denn jetzt? Minfilia, bitte leg ein gutes Wort für uns ein. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja, schon gut. Wie du wahrscheinlich bereits weißt, hat jeder Stadtstaat eine eigene staatliche Gesellschaft gegründet, um existenzdrohende Gefahren abzuwehren. Es gibt also drei Gesellschaften, den Mahlstrom von Limsalominsa, die Bruderschaft der Morgenviper in Gridania und die Legion der Unsterblichen in Ulda. Indem du einer staatlichen Gesellschaft beitrittst, verpflichtest du dich dazu, dem entsprechenden Stadtstaat zu dienen und wichtige Aufträge für ihn zu erledigen. Natürlich wirst du für deine Dienste entlohnt. Je gewissenhafter du deine Pflicht erfüllst, umso großzügiger fällt die Belohnung aus. Darüber hinaus erhältst du auch Zugang zu spezieller Ausrüstung, die den Mitgliedern der staatlichen Gesellschaft vorbehalten ist. Du kannst zwar immer nur einer Gesellschaft angehören, aber zerbrich dir darüber nicht zu sehr den Kopf. Du kannst erst einmal einer Gesellschaft beitreten und sie dir, wenn sie dir nicht zusagt, hinterher immer noch wechseln. Dabei fällt mir ein, dass bald in allen Stadtstaaten Gedenkfeiern für die Gefallenen von Carthenoe stattfinden sollten. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, dich überall mal umzusehen.
Im Rahmen der Feier werden die Anführer der staatlichen Gesellschaften Reden halten, die du dir anhören könntest, um einen Eindruck von ihnen zu bekommen. Danach fällt es dir sicher leichter, dich zu entscheiden. Wie klingt das, meine Herren Offiziere? Ja, das klingt sehr gut. Eine hervorragende Idee. Minfilia, das ist ein weiser Vorschlag. Ah, komm nach der Gedenkfeier einfach wieder hierher und teile uns deine Entscheidung mit. Buja, so lange warten wir hier auf dich. Also Frechheit, ich hoffe, ihr kommt für euren eigenen Unterhalt auf. Muss Minfilia jetzt für eure... oder Tataru. Für eure Sachen aufkommen hier. Naja, womöglich widerstrebt dir der Gedanke, dich an eine Organisation zu binden. Aber die Mitgliedschaft in einer staatlichen Gesellschaft bietet viele Vorteile. Außerdem kannst du so größeren Einfluss auf die Geschicke eines Stadtstaats nehmen. Jemand mit deinen überragenden Fähigkeiten kann in einer staatlichen Gesellschaft viel bewirken. Und auch die persönlichen Vorteile sind nicht zu verachten. Du, das schließt natürlich nicht aus, dass du dich auch weiterhin für den Bund der Morgenröte engagierst. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass du uns dann noch stärker unterstützen kannst. Denk daran, die staatliche Gesellschaft beschützt vor allem die Stadtstaaten, in denen sie ansässig sind. Der Bund der Morgenröte hingegen kämpft für die friedliche Zukunft ganz Eoseas. Hier, nimm diese Kontaktperle mit. Darüber können wir jederzeit in Kontakt treten, egal wo du dich befindest oder was du gerade machst. Wie so ein Handy, Walkie-Talkie. Große Ereignisse stehen bevor und du steckst mittendrin. Eoseas Zukunft könnte von deinen Taten abhängen. Einerseits macht mir das Angst, doch andererseits auch große Hoffnung. Ich vertraue auf deine Stärke und deinen Mut. Und natürlich werde ich dich nach besten Kräften unterstützen. Tataru kann dir erklären, wo die Gedenkfeier abgehalten wird. Sprich mit ihr, bevor du dich auf dem Weg machst. Gute Reise und viel Erfolg. Das klingt doch super. Klingt nach einem schönen, nach einer schönen Partyfolge, die wir da das nächste Mal machen. So, könnt ihr mal unten schreiben, wie euch die Lalafell-Optik gefällt. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird nur temporär sein. Aber keine Ahnung, so 10, 20 Folgen lang. Mal sehen. Oder bis jemand was sagt. Ja, mal schauen. Würde ich mal sagen, holadri ho und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu kommentieren, abonnieren oder zu liken. Das hilft meinem Kanal aus. Ansonsten, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und bye bye.